Hallo, hallo. Test. Perfekt. Na wunderbar, dann fangen wir auch gleich an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wasteland 3 an euch, die ihr das jetzt auf YouTube seht. Und auch herzlich willkommen an alle im Chat hier live im Stream. Für alle, die jetzt auf YouTube das sehen und vielleicht leicht verwirrt sind. Ich habe testweise jetzt mal damit angefangen, die Streams, die ich aufzeichne, quasi, also während des Streams, gleichzeitig aufzuzeichnen, damit das so Semi-Let's Play-Stream-Hybriden sind, also Let's Plays mit Live-Publikum im Grunde, mit Chat, aber halt doch irgendwie ohne Einblendungen und ohne Banner und sowas, sondern das reine Spiel ohne alles auf YouTube für euch als Let's Play. Und hallo, Fallen Crusader, wie geht's? Und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Unser Team, unser teilweise größtenteils frisch erstelltes Team, Hidden Objects. Warum kommt denn jetzt dieses Tutorial? Wir sind schon durch so viel Minen gelaufen. Das hätte ich mal früher brauchen können. Fallen Crusader, danke schön für den Bitregen. Da wird das Glas gleich wieder gut aufgefüllt hier von Fallen Crusader. Ein schöner Start. Dann macht das Stream gleich noch mehr Spaß. So. Hey, warte mal, warum ist denn das Spiel eigentlich auf Englisch? Sollte es nicht auf Deutsch sein? Hatten wir das nicht auf Deutsch gestellt? Abilities and Items, Attack Mode. Muss ich mal schnell gucken. Linguage. Na, das war leicht. Gott sei Dank. Okay, cool. Idolem hat die Führung. Ja, genau. Wir sind gerade dabei, falls ihr euch nicht mehr erinnert, unsere Basis, die wir bekommen haben, Raum für Raum zu durchsuchen. Und ehrlich gesagt, come on, Patriarch. Das ist unsere Basis, die du für uns zur Verfügung gestellt hast. Diese alte Ruine, in der alles kaputt und voller Monster ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Gastfreundschaft des Patriarchen hier. Aber gut, okay. Schauen wir mal hinter diese Tür. Da stehen schon Personen. Man kann es schon sehen. Ich habe es ja auch schon mal gespielt. Ich weiß ja schon, was kommt. Aber ich werde es nicht verraten. Ein Geheimnis. Mir geht's gut. Dankeschön. Ich hoffe dir auch, Fallen Crusader. Zudala. Fallen Crusader. Hier, da bist du. Guck. Dann darfst du die Tür öffnen. Also, es ist. Das ist, ich habe beim letzten Mal etabliert, weil ich oft über die NPCs schimpfe und sage, wie doof sie sind, dass das nicht wirklich die Patreon und Unterstützer sind. Das sind separate Personen, die nichts mit den Patreons zu tun haben, aber wie ein Ehrenrang, einen Ehrentitel tragen die Namen der Patreons quasi, wie so ein Orden. Also wenn ich sage, Fallen Crusader ist voll blöd, ey, der kotzt mich an, dann rede ich höchstwahrscheinlich von der Figur, die nichts mit dem echten Fallen Crusader zu tun hat. Weil der echte Fallen Crusader ist ziemlich cool. Soweit ich das beurteilen kann. So, hallo, Gang. Please, don't shoot. Bitte nicht schießen. Who are you? You're not dressed like the Marshals. Wir sind die Ranger und wer seid ihr? I'm Del Hackett and I. Well, I speak for these people. We've been living here for months, and we've got nowhere to go. Please, will you let us stay? Fallen Crusader hat irgendwie Probleme mit dem Türrahmen. Der weiß nicht so recht. Oder ist er ein bisschen schüchtern? Er kann auf jeden Fall nicht in Richtung seines Gesprächspartners schauen, wer weiß. Bad idea. I've been in their shoes, but this is a military base. If we have squatters everywhere, it'll be hard to keep discipline. Your recruits won't like it either. Und Marshall Knone starrt die Wand an, während er redet. Auch nicht schlecht. Ein gutes Team, das wir hier haben. Man merkt es jetzt schon. Sie, die Fallen Crusader, ist mir im Grunde schon sehr ähnlich, bis aufs Geschlecht. Ah, genau, ich habe ja eh. Hast du auf YouTube auch schon kommentiert, ne? Das finde ich sehr lustig. Okay,
Ich habe das Gefühl, unser kompetentestes Mitglied ist immer noch die Katze. The Patriarch's people don't care about people like us. But you're not beholden to them. Sie starrt Gnone ängstlich an, aber er scheint es nicht zu bemerken. Wie? Kann sie durch Wände sehen? Damn it. Okay, also, woher kommt ihr? We all farmed in the border country between Colorado and the plains. Thought we were safe out there, under the Patriarch's protection. Back then, the gangs feared the Patriarch. Not anymore. They burned our greenhouses and killed everyone who tried to fight them. No place left to run but here, for any of us. Habt ihr das Sicherheitssystem ausgelöst? Geht deswegen hier alles drunter und drüber? Not intentionally. Also ja. The Patriarch's people drove up to the base a few days ago, so we hid in here for a while. Then when Andy went to check if they left, all the doors slammed shut and the alarms started whooping. Don't know what happened. Been living in these ruins for weeks and we never set anything off before. Na gut, okay. Im Grunde sind die einfach nur hierher geflüchtet und haben dann irgendwie versehentlich nach Wochen das Sicherheitssystem ausgelöst. Könnt ihr nicht einfach in der Stadt leben, so wie andere Leute auch? We're not welcome there. They already have too many mouths to feed. And more are always coming. Na gut, dann würde ich sagen, ihr könnt von mir aus hier bleiben, oder? Warum bitte nicht? Keine Ahnung, wo sollen die denn sonst hin? Die erfrieren da draußen. Warum sind die in der Stadt nicht willkommen? Die Frage würde ich gerne noch stellen. Ist irgendwas mit denen? Oder ist was mit den Städtern? Oder wo dann? Was ist denn das Problem? Aber gut, meinetwegen bleibt hier. Ihr wart immerhin vor mir da, oder? Ich habe im Grunde nicht mehr Anspruch auf dieses Gebäude als die. Wir teilen uns das hier jetzt. 50-50. Good call. Won't make the volunteers happy, but the Patriarch put you in charge, not them. Abraxe! Dankeschön fürs Abonnieren seit 7 Monaten am Stück. Bam! Da sprengt das Glas wieder. Das könnt ihr auf YouTube jetzt gar nicht mehr sehen, das Glas. Aber es ist da im Stream und hat immer noch eine wunderschöne Physik-Simulation. Na gut, weiter geht's. You said yes. Well, I was sure you wouldn't. Ach so, die ausgezehrten Gesichter der Flüchtlinge erhellen sich und lächeln. Einige von ihnen liegen sich in den Armen. Ja, man braucht ein bisschen Fantasie. Ist ein Retro-Spiel. Nicht wirklich, aber gefühlt. Und das macht's ja auch so schön. Ich finde das wirklich gut, wenn Spiele es schaffen, mit Musik vor allem, aber auch mit den Texten, eine gute Stimmung zu erschaffen, dann ist es teilweise noch viel besser und viel mächtiger, wenn Sachen erzählt werden, als dass sie halt mit technisch minder bemittelten Möglichkeiten versucht werden darzustellen. Da finde ich eine gute Erzählung besser als eine schlechte Darstellung. We won't be any trouble, I promise, and we'll help out wherever we can. Thank you. For giving us a chance. Oh, and one of our people is missing, Andy. If you find him hiding out somewhere, you send him back to us. Es würde auch gar keinen Sinn machen, die wegzuschicken, so rein von der Logik des Spiels her, von der Story her, weil wir sind immerhin Ranger. Der einzige Grund, warum sich die Ranger geformt haben, ist, um den Leuten zu helfen, wo es geht. Das machen die Ranger. Und dafür kriegen sie dann ein bisschen Belohnung und so halten die sich quasi mit den Gangs auf Augenhöhe, damit das auch gut funktioniert mit dem Beschützen. Und wenn ich jetzt hierher komme und sage, nein, ihr geht jetzt sofort raus in die Kälte und ihr friert, was wäre ich denn dann für ein Ranger? Wo können wir denn dahin? Hear that, everyone? We gotta make ourselves useful around here. Na gut, dann seid ihr im Grunde jetzt hier meine ersten Crewmitglieder so ein bisschen, die Flüchtlinge, ne? Das ist ja auch cool. Ich mag das auch, dass die Basis ein bisschen belebt ist. Wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Schloss knacken! Bitte einmal Schloss knacken, Idolim. Dankeschön. October 12th, 1998. 6. No,
tuck under the fence and try to make a run for the commissary. Sergeant Peters told us to open fire. Standing orders. Orders to be shot on sight. They didn't look like much to me from 80 meters. And when we got close enough to inspect the bodies, I saw why. So, ich muss da stehen bleiben und mitlesen, weil ich finde, man versteht die Aufzeichnungen teilweise ein bisschen schlecht. Hallo, Lord Killamite, wie geht's? Schön, dass du mit dabei bist. Reden wir mal mit dem Flüchtling hier. Ich schätze mal, die, die keine Namen haben, werden nicht viel zu sagen haben, oder? Sure was kind of you to let us stay. I wish more folks were like you, Rangers. You're good people, Rangers. We'll find a way to pay you back. Anything you need? Anything we need. Ja genau, ihr hattet mehr Zeit zum Erkunden der Basis als wir. Wir würden euch gerne ein paar Fragen stellen. Vor allem würden mich tatsächlich diese Leichenhaufen interessieren, die wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge oder so im letzten Stream auf jeden Fall zu dem Spiel gefunden haben. Das ist wirklich ein Mysterium. Das würde mich echt interessieren, aber da werden mir die auch nicht viel sagen können. Es sei denn, die sind dafür verantwortlich und spielen hier nur ein Versteckspiel, Charade mit uns. Naja, aber ich glaube nicht, oder? Sure. Habt ihr irgendwas in der Einsatzzentrale angefasst? Irgendwas Alarmauslösendes zum Beispiel? Andy may have. He's the only one of us who knew computers. I told him to stay out of there, because I was afraid of... Well, of something like what happened when this whole place got locked down. Wisst ihr irgendwas über die Leichen? Ich kann tatsächlich auf die ansprechen. Im Krankenabteil. Oh, it's horrible. They were there when we arrived. Probably been rotten away for months from the look of them. Ugh, not to mention the smell. Ich finde das wirklich komisch. Die Männer vom Patriarchen haben mir doch gesagt, dass die vor ein paar Wochen hier waren und alles durchsucht haben und gesagt haben, ja, das ist ein gutes Haus für die Ranger, wenn die später kommen. Und jetzt erzählen mir die Flüchtlinge, dass die hier schon seit Wochen leben und dann liegen da schon seit Monaten irgendwelche Leichen auf der Krankenstation und verrotten. Was haben denn die Männer vom Patriarchen genau gemacht? Haben die von außen gegen die Wand geklopft und gesagt, ja, stürzt nicht ein? Passt. Anscheinend. Mehr kann es nicht gewesen sein. Naja, wart ihr schon im Gefängnis? Yep. There was a man locked in there when we moved in. Living off insects and mushrooms in his cell. I left him locked up after I met him. I felt bad about that. He was cordial enough, but... he just kept asking questions that felt... off. Aha, ein weirder Mann im Gefängnis. Wer? So viele Fragen. Wer hat den da eingesperrt? Warum ist der da? Wie lange ist der schon da? Und warum, inwiefern ist der weird und komisch? Naja, schauen wir gleich mal. And those glassy eyes. So, habt ihr die... Nee, warte mal. Was habt ihr im Waffenarsenal gefunden? Booby traps, mostly. One of my people disarmed an explosive on a door, but missed a gas mine under the floor panel on the other side. She was vomiting for a week. Almost died. I told everyone to avoid the room after that. No one here is worth losing over whatever guns may or may not be in there. Das stimmt. Noch dazu waren die Waffen nicht mal toll. Das wäre eigentlich, man müsste in den Raum hier fast als erstes, ne? Das hätten die vom Game Design her fast so machen sollen, dass man hier vielleicht als erstes reinstolpern muss aus irgendeinem Grund. Und dann kann man sich hier, dann könnte man mehr Spannung aufbauen, ne? Dann könnte sie erzählen von seltsamen Dingen, die in seltsamen Räumen lauern oder so. Hätte man so dramaturgisch gesehen ganz cool machen können.
Aber so ist es halt natürlich so mehr freies, offenes Rollenspiel. Geh dahin, wo du willst, mach was du willst, rede mit wem du willst. Wir skripten hier nix. Poked my head in there and saw a giant robot next to a dead body. Hard pass. Ich habe gerade nach der Werkstatt gefragt, weil ich nicht vorgelesen habe. Na gut, ja genau, der Roboter neben der Leiche, ne? Da sind wir auch nicht weitergekommen mit dem Roboter, ob wir da irgendwas hätten machen können oder so. Was ist im Archiv? We first got into the base through a hole in the archive room's wall. Some critters living in there chased us around, but we managed to shut them in before anyone got seriously hurt. We've been trying to snare them for a while for fresh meat, but they just chew through the ropes like they're Sour Patch Kids. Na schön, die haben wir auch schon erledigt. Das war erstmal alles, danke. Careful out there. Aber dieses Regal glänzt so verdächtig. Ach, da können wir, die Charaktere nochmal umbauen. Aha, also wenn irgendwer Sonderwünsche hat, der hier jetzt verkörpert ist, Abraxe, Idolim, Basti, Fallen Crusader. Ach so, Marshall Known nicht. Dann sagt mir Bescheid, kann man jetzt noch machen. Aber dadurch, dass man eh Rüstungen und so im Spiel findet, verändert sich euer Aussehen sowieso permanent. Falls ihr es hören könnt, unser Staubsauger kommt gerade ins Zimmer. Der fährt jetzt gleich auf seine Station und dann wird er leer gesaugt. Das wird gleich sehr laut. Das hört ihr bestimmt. Na, er findet sie nicht. Er hat Probleme. Jetzt, ja. Man hört es gar nicht, ne? Das Mikrofon schlägt nicht aus. Zumindest nicht, wenn ich nicht rede. Aber das hört man gleich. Achtung, der ist so laut, wenn der... So laut ist der, wenn der leer gesaugt wird. Viel lauter als jeder Staubsauger. Naja, hätten wir das auch geschafft. Jetzt macht er noch diddle-diddim, diddim. Gleich. Und dann ist vorbei. Oh nein, er macht dünn-dünn, weil er irgendeinen Fehler hat. Naja, egal, der spinnt. So. I wish more folks were like you, Rangers. Kauert da am Boden, sieht irgendwie verletzt oder zumindest schwer verstört aus und sagt, ich wünschte, es wären mehr Leute wie du, Ranger. Nein, nein, mir geht's gut. Vielleicht hat sie nur ihre Kontaktlinse verloren. Das ist möglich. Düsentriebwerk. Ja, das sind selbst die... Da ist selbst die Original-PS4 nach mehreren Jahren Laufzeit ohne Reinigung noch leise dagegen. Und die war am Schluss schon sehr laut. Oh, hey. Der Gefangene.